Willkommen zurück zur wahrscheinlich letzten Folge dieses UFO-Let's Plays und mit dabei ist auch wieder der sexy Plexi. Grüß dich. Da bin ich wieder. Ob die letzte Folge, ob das wirklich stimmt, das werden wir sehen, je nachdem wie schnell unser Da Eise die Soldaten aufrücken kann. Weil wir haben ja hier beim letzten Mal schon den Endraum gefunden. Ich glaube, das ist er. Und ja, da gehen wir erstmal ab. So, Terbok macht die den Ätherer erstmal hier fertig. So. Erstmal nochmal hier auf Nummer sicher. Jetzt müssen wir mal zusehen, dass wir da hinkommen und hier den Bereich absichern. Weil so einfach werden die uns wahrscheinlich... Aha! Da noch ein Ätherer. Noch ein Ätherer. Richtig. Da muss der Boss-Gamer mal wieder ran. Wo ist er? Da. Der Boss-Gamer. Zack. So. Sieht gleich zwei. Hier ist die Ether hat sogar einen Launcher, oh je. Richtig. Ätherer mit Blaster-Launcher, eine widerliche Geschichte. Och, Bicoli, schieß doch mal. So. Der Ätherer, Rakete feuern. Ja, komm, der Ätherer feuert mal hier in sich rein. Gut. Damit wäre der schon mal platt. Dann gehen wir hier nochmal zurück. Leonidas guckt hier trotzdem nochmal um die Ecke. Sieht nichts. Okay. Bleiben wir hier sicherheitshalber erstmal stehen. Die haben wir hier alle entfernt. So, dann guckt der Eddie Mail hier nochmal um die Ecke. Sieht aber nichts. Okay. Nicht wirklich sicher da, aber ich hoffe jetzt einfach mal, der überlebt das. So, dann geht der Zombie mal hier in Richtung Endraum mit hoch. Und der Legend. Oh ja, jetzt geht der da oben rum. Ich glaub's nicht. Oh, nee, ey. Das ist immer zum Kotzen, diese Wegfindungsroutine. Okay. Dann beenden wir mal die Runde. Die Algorithmen waren noch nicht die besten damals. Hat sich alles entwickelt. Oh je! Da kam Gott sei Dank ein Reaktionsfeuer. Und, der Tavok sieht den Chrysalin. Zack! So nicht vor. Oh nein. Noch einer. Verdammte Scheiße. Gut, dass ich mich umgedreht habe. So, der Boss-Gamer übernimmt mal den Chrysaliden. Und der Chrysalid hat ja keine Energie. Mhm. Komm mal her hier, Freundchen. Ja, gut, keine Energie mehr. Da muss der Terbok den in der nächsten Runde platt machen. Und wir gehen nochmal hier schauen. Leonidas dahin. Und der Megagolli geht hier rum. So. Wagen wir uns mal ein Stückele vor. Und der Bicoli guckt hier nochmal. Hinter das Ding. Zwar wenigstens halbwegs sicher ist. Ja. Der gute Legend. Den müssen wir jetzt wieder zurückschicken, weil durch die Blume, glaube ich, geht's nicht. Okay. Zombie. Können wir auch noch bewegen. Dann geht der auch schon mal hier in die Richtung. Ah, genau, die Terror-Einheit hatte ich ganz vergessen. Die war hier. Hat man die gesehen eben? Ja, hatten wir. Ich hab die gar nicht gesehen. Die hat sich da angeschlichen. Die dreiste Sau. So, jetzt geht der Eddie Mail mal hier hoch. Vielleicht kann er da noch irgendwas erblicken. Okay. Und dann machen wir mal weiter. Nichts passiert. Oh, der Tavok nochmal, bitte. Gut, dann gehen wir jetzt schon mal hier in die Richtung. Megagolli. Geht mal hier rum. Nähert sich doch von der anderen Seite. Falls hier im Gang noch welche stehen, dass wir die auch noch gleich mitnehmen.
und der Bikoli. Geht mal hier lang. Gut, und der Zombie geht mit dem Tavok da oben lang. So, wo ist denn der Leonidas? Adi, haben wir auch noch nicht bewegt. Gut, hier ist nix. Bleibt der Eddie erstmal da stehen. Und der Leonidas, wo ist er denn? Hier ist er. Gut. Mal hier hin. Einen hatten wir doch hier noch, oder? Den hatten wir schon Bikoli. Oi. Bikoli hat einen Tobsuchtsanfall. Warum das? Weil seine Moral unter 100 war, ne? Wahrscheinlich ein Psi abgekriegt. Ja. Da hat auch einer Psi gemacht eben. Ich hoffe, der wird jetzt nicht übernommen. Tavok sieht noch keinen. Erstmal hier hin. So, dann geht der Zombie mit in die Richtung. Ja gut, hier sind natürlich noch Ätherer, ne, in der Führungsetage. Ja, und der Leonidas geht mal... Geht er hier mit rum? Ja, komm, den schicken wir mal damit rum. Von jeder Seite zwei. Bikoli hat ja einen Tobsuchtsanfall erlitten. Und dann geht der Legend auch mal ein Stück vor. So. Wo ist der Eddie? Hier. Eddie rückt nach. Okay. Wer ballert denn da auf uns? Und wo ist der Bikoli hin? Ach hier, Quatsch, ich hab am falschen Dings geguckt. Irgendwer ballert hier. Ich stelle Bikoli mal da in den Turm. Ich hoffe, da passiert nichts. Ah, den wirst du bestimmt gleich sehen, der auf dich geballert hat. Der Megagolli geht mal da hoch. Leonidas erstmal hier in die Ecke. Und Tavok geht rum. So. Nähert sich mal hier dem Eingang. Und der Zombie geht auch mal da in die Richtung. Falls da einer rauskommt von den Ätherern, wird der gleich entsprechend behandelt. So, The Legend dahin. Und der Eddie, der kann hier nochmal schauen. Frag mich, wer hier ballert. Wir sehen hier aber auch keinen. Okay, jetzt hat keiner geballert. Bikoli stellt sich mal in Snipe-Position. Megagolli geht hier weiter. So. Okay. Und der Kommandant folgt auf dem Fuße. Gut, jetzt kann der Tavok schon mal reingehen. Ja, hier ist der Kommandobereich. Aber wir gehen sicherheitshalber nochmal raus. Der Zombie umstellt mal mit dem Tavok den Eingang. Und der Legend folgt. So, dann haben wir da gleich 5 Leute. Den Rest lassen wir mal hier stehen, würde ich sagen. Obwohl, der Eddie kann sich da oben nochmal umschauen. So. Oh nein. Jetzt wollen sie den Kommandanten ziehen? Aha. Da ist auch einer. Jetzt musst du schnell durchgreifen. Richtig. Da dürfen wir jetzt nicht zimperlich sein. So. Ätherer Anführer. Der sieht da keinen. Dann knallen wir den erstmal ab. So. Leonidas in Panik. Den lassen wir da erstmal stehen und gehen mit dem Megagolli um die Ecke. Falls der Leonidas gleich um sich schießen sollte, dass dem da nichts passiert.
Und dann geht der Legend auch nochmal hier in die Richtung. So. Ja. Geht der Eddie hier mal schauen. Sieht aber nichts, nochmal zurück. Und dann gehen wir ab. Da haben sie schon wieder eine Psi-Attacke versucht beim Leonidas. Diesmal hat es aber nicht geklappt. So, jetzt gehen wir mal rein. Ob das gut geht. Ich weiß nicht. Wir wollen es hoffen. So. Ich würde ja lieber noch ein paar Folgen warten. So, der Megagulli geht hinterher. Und unser Kommandant auch. So, Legend nähert sich von hier. Gut. Und den Rest lassen wir mal da stehen, würde ich sagen. Nichts passiert. Ein Schuss. So. Zombie guckt mal da, sieht aber noch nichts. Okay. Und der Tabok mal dahin. Megagolli hinterher. Und ja, komm, der Kommandant muss mit bei so einer wichtigen Mission. Auch wenn seine Moral nur bei 50 ist. Da versuchen sie es mit Psi. So, der Zombie. Der Tavok stellt sich mal hier in die Ecke. Und der Leonidas geht hier hin. Und in der nächsten Runde würde ich sagen, gehen wir mal hoch, wenn alles gut geht. Ja, nichts passiert. So, dann geht der Tavok mal hoch. Sieht gleich ein Ätherer. Okay, knall den mal ab. Keine Visierlinie. Übernehmen wir den mal. Der Bossgamer darf wieder mal. So, das klappt auch. Ja, und da sehen wir das Gehirn, das alles steuert. Das für alles verantwortlich ist und das wir zerstören müssen, um das Spiel zu schaffen. Wie wir sehen, haben schon einige ihre Waffen fallen lassen. Der Kommandant hat seine noch. Hier stehen noch zwei rum. Sorry, mein ganz wichtig was machen. Oh, das ist so nervig. Leck. Das ist so nervig, ey. Echt. Entschuldigung, ja, dafür wie immer. Deine Keylogger, die du installiert hast, müssen wir wieder die Daten von den letzten Stunden hochladen, ja. Genau. Damit die Leute auch wieder versuchen können, deine Kreditkartennummer zu fälschen. Richtig, genau. Aber jetzt gehen wir mal hoch. Jetzt machen wir mal nicht Psi, wir gehen jetzt hoch. Ballern die beiden hier ab. Zack. Und den auch noch. Treffen wäre mal eine Idee. So. Hier geht der Zombie hoch. Ballert den ab. Zombie könnte jetzt zum Held werden. Und hat es auch geschafft. So. Gut. Der Megagulli geht auch noch hoch. Der knallt den anderen ab, würde ich sagen. Klappt aber nicht. Und der Kommandant noch. In die Etage. Ich habe mich eben schon gefreut, dass du vielleicht den Spontanschuss, wie das Ding heißt, machst, um dann vielleicht den Ether killst und danach deinen eigenen. Ja, deswegen habe ich ja den Autoschuss nicht gemacht. Ja. So. Mein Freund. Jetzt kann der Tavok den killen und dann würde ich sagen, steht dem Durchspielen nichts mehr im Wege. Die Ehre lassen wir auch mal unserem Kommandanten, dem Leonidas, zuteil werden, würde ich sagen. Der nimmt sich die Granate, macht sie scharf. So. Und wirft sie auf das Gehirn. So. Und das war's. Upp, weg. Die Aliens sind geschlagen. So, und damit folgt der Abspann. Viel Spaß.
Ja, liebe Zuschauer, das war's mit UFO. Wir haben die Außerirdischen geschlagen. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Was sagt der Plexi dazu? Ja, zum zweiten Mal war es ganz gut, ja. Mal gucken, vielleicht gibt's ja noch ein drittes Mal. Nee, also wirklich UFO, tolles Spiel. Sollte man auch unbedingt mal selbst installieren und mal durchspielen. Kann ich nur bekräftigen. Also das, finde ich, muss man mal gespielt haben. Ein absoluter Klassiker. Ein Must-Play sozusagen. Ein Must-Play. Allerdings nicht, wenn es den schon so oft gibt, dann lasse ich doch lieber den Experten, die eindeutig noch viel, viel mehr wissen über das Spiel, den Vortritt. Und ich glaube, das haben sie auch ganz gut gemacht hier. Vor allem natürlich der Eise. Dankeschön, Flexi. Ja, und damit verabschieden wir uns an der Stelle. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielen Dank für die Kommentare und das Interesse. Und ja, mal sehen, was ich als nächstes mache. Ich weiß es noch nicht. Ich werde mir auf jeden Fall wie immer was überlegen. Und ja, dann sage ich an der Stelle erstmal ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao.